Ja, hallo miteinander, mein Name ist Rolf Bolz. Ich arbeite die Entsorgung und Recycling für die Stadt Bern. Heute ist das Thema sinnvolle Verwertung von Grüngutabfällen im Haushalt, wo sie entstehen oder wo im Hausgarten Grünabfälle entstehen, was man damit sinnvoll machen kann, dass es richtig entsorgt wird. Für das Kompostieren im Hausgarten gibt es eigentlich ein ganz einfaches Grundrezept. Es muss eine richtige Zusammenstellung sein vom Ausgangsmaterial, dass dann der Kompostierprozess optimal abläuft. Wir haben das Rezept sieht so aus, plakativ mit einem Teil volumenmässig Grünabfall, Speisröstabfall aus der Küche, aber können auch Gartenabfall sein, Grünmaterialien, Frischgut, saftiges, nährstoffreiches Material. Der andere Teil ist Strukturmaterial, Schnitzel, Häcksel oder auch Laub kann das sein. Und schon beim Volumenanteil ist das etwa halb ausgeglichen. Entweder trockene, strukturreiche Bestandteile und hier grüne, nährstoffreiche Bestandteile. Dann haben wir noch ein kleines Gewürzchen, das dazukommt, das ist Steinmehl. Das können wir drüber stäuben und das hilft dann optimalerweise, dass man dann noch genug mineralische Bestandteile in diesem Gemisch hat. Das ist aber kein irgendwie Spezialprodukt, das ist gemahlenes Steinmehl, ganz billig und erhältlich im Gartenbauzentrum oder im Baumarkt. Diese Teile tut man dann vermengen, tut sie nachher an eine Kompostmiete ansetzen, das sehen wir nachher. Und schlussendlich, nach dem Kompostierprozess, nach ungefähr 7 bis 8 Monaten, hat man das hier, was wir eigentlich wollen, das ist die fertige Komposterde. Einerseits haben wir eben Häckselmaterial, Garten, Äste etc., Baumschnitt, den man gehäckselt hat, das ist in der Regel immer trocken, das kann man dann schön lagern, dass es trocken bleibt. Laub kann man sehr gut verwenden, wo im Herbst ja viel anfällt. Das auch irgendwie im Garten, in einem trockenen Standort lagern oder decken mit einem Vlies, hat man das dann schön parat. Die zwei Bestandteile, das kann getrocknet Rasenschnitt kann das sein, also Stroh, Heumaterial etc., wäre genau das Gleiche zu verwenden. Strauchschnitt oder so, oder frische Äste etc. Alles Material, das man eigentlich hat, tut man etwa so Fingerlänge, tut man das zerkleinern. Kann man mit der Schere schon, wo sie ist, machen, auf diese Länge zerschneiden, etwa so 10 cm lang. Zitrusschalenfrüchte, die kann man sehr gut kompostieren. Es ist immer wieder, hört man Sachen, ja, man sollte die nicht verwenden, die haben eine Wachsschicht oder etc. oder sind mit Spritzmittel kontaminiert. Das kann im Fall so sein, aber es stört eigentlich im Kompostierprozess wenig. Wichtig ist, dass man die Schalen aufschneiden, dass dann die Mikroorganismen genug Angriffsfläche bekommen. Ein bisschen aufschneiden, zerreissen, hat man grössere Oberfläche und die Mikroorganismen und Kleintiere können davon einwirken. Wir haben dann auch Fruchtabfälle, es können ja verdorbene Früchte sein. Das macht auch nichts, wenn ein leichter Schimmelbefall dran ist. Das macht gar nichts. Je weicher das Material ist, desto mehr kann man sich auch zerkleinern oder so kann man sich dann sparen. Hier sehen wir gerade ein schönes Beispiel, was man vielleicht fortnehmen sollte, weil das ziemlich lange geht. Etiketten etc. tun relativ langsam oder schlecht kompostieren, die vielleicht aussortieren. Voilà. Eierschalen sind auch gerne ganz gut zu verwenden, guter Bestandteil. Da muss man nicht viel machen, das ist eigentlich wunderbar geeignet. Sonst allerartige Röstabfälle, Rüebli, Schinti etc. muss man gar nicht viel einwirken. Komposterde, wenn sie fertig ist, hat einen feinen, erdigen Geschmack. Das stinkt nicht irgendwie, ist auch trocken, es tut nicht verschmutzt an den Hängen. Wunderbar. Man kann das als Düngemittel einsetzen, als Strukturverbesserer für den Boden. Hat alle Nährstoffe drin, die die Pflanzen eigentlich zum Wachsen brauchen.